Hallo Christian, hallo Lutz. Viele Grüße aus der TU Braunschweig und ein herzliches Dankeschön schon vorab für euer Projekt, das ihr starten wollt. Ich finde diese Idee der Bildungsreporter einfach klasse. Und ich hätte zwei Wünsche. Der erste Wunsch ist, dass man sich vielleicht nicht nur auf das Video beschränkt. Ich glaube, das habt ihr auch nicht vor. Ich habe schon gesehen, ihr wollt Blogs einrichten und ihr habt auch schon was für einen Radiosender eingerichtet. Das würde ich noch viel weiter fassen. Ich würde da gar nichts einschränken. Texte können genauso super sein wie ein Video. Und vielleicht kann man die sogar noch woanders veröffentlichen als nur auf der Website. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, ist, dass nicht nur über die positiven Seiten der Bildung berichtet wird, sondern vielleicht auch über die Schattenseiten. Ein aktuelles Thema war der Bildungsstreik. Warum soll man darüber nicht auch kritisch berichten und zeigen, wo es vielleicht noch nicht so gut läuft in Deutschland, dass wirklich Bedarf da ist, dass etwas geändert werden muss? Das sind meine zwei Wünsche. Ich bin heute alleine da, morgen kommt noch der Alex dazu und ich denke, wir machen dann nochmal eine zweite Videoantwort und dann plane ich vielleicht auch ein bisschen was von dem, was ich erzählen will. Also bis denn. Ciao.